Also ich nicht frühzeitig genug die IP gekriegt habe. Heute war das zum Glück nicht der Fall. Und da sind wir auch schon live in der Knife Round hier. Auf der ersten Map heute Abend natürlich Overpass. Ich glaube, das ist das vierte Mal von 5 Matches bisher in der Mountain Dew League, die ich gecastet habe, dass wir Overpass sehen. Ja, manchmal wünscht man sich dann ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, das nächste Match, was wir sehen, ist dann auf Train. Und dann geht's auch schon los, da wird geschnetzelt, die Dark Horses nehmen zumindest hier die Knife Round mit. Glaze, ihr seht es oben, mit 2 Kills. Wieso nicht, kann man mal machen, sie dürfen sich jetzt die Seite auswählen und normalerweise würde man jetzt hier CT starten, es ist natürlich eine CT-Map. Ihr seht es, da kam auch das Stay höchstwahrscheinlich zumindest, ja, da ist wieder der Hype. Wir sind in der ersten Runde. Jetzt ist natürlich die Frage, wer nimmt es direkt mit? Vor allem natürlich, wie früher auch auf Nuke und solchen Sachen, immer für die nicht favorisierte Seite kann sowas sehr, sehr wichtig sein, hier das direkt gut eröffnen, die ersten 3 Runden und dann vielleicht sogar die ersten 5 Runden zu holen. Das wäre hier für Rogue auf jeden Fall schon mal ganz gut. Es soll Richtung B gehen, da sind natürlich 4 Mann schon, denn Voxic, der hat, ja, schöner Headshot von Sask, aber direkt danach Refrag dann Minimeister gegen Glaze und direkt noch ein. My God. Ja, und auf einmal ging es ganz schnell. Das hat gar nicht geklappt. Ich meine, ihr habt es gesehen, die Ts wollten hauptsächlich hier rüber. Wir hatten, glaube ich, einen Mann hier lang. Das Problem ist natürlich, wenn hier überall die Leute im Grunde sitzen, die CTs, dann ja, sind natürlich die USPs mit ihren One-Shots einen schön ins Gesicht und du bist weg, schon sehr stark. Das hat man gerade deutlich gesehen. Trotzdem muss natürlich Dark Passage hier jetzt erstmal aufpassen gegen die Anti, gegen den Frostbite natürlich von Rogue. Und es sieht ganz so aus, als könnte Rollem oder Tensky hier den ersten Kill gleich mitnehmen. Aber nein, sie gehen nicht hinterher. Sasuke kommt mit ein paar HP noch weg, auch wenn das da sehr, sehr gefährlich ist. Gibt auch ein paar Hits gegen Tensky. Trotzdem, also Sasuke, da sollte er vielleicht sich eher ein bisschen weiter zurückziehen. Hier gibt es auch die ersten Hits jeweils, werden hier getauscht. Und ich sag's ja, Sasuke, der ist mit seinen 7 HP einfach weiter auf im Wasser auf B geblieben. Das hat ihm nur den Tod beschwert. Und jetzt ist es ein Mann-Vorteil für Rogue. Und nicht nur das, sie haben auch eine UMP ergattert. Und die ist zumindest so stark wie die UMPs bzw. die Farmers, die hier die CT sowieso in der Hand haben. Vorteil jetzt für die Den. Die anscheinend sich jetzt so langsam auf den Weg machen. Richtung Aber, guckt euch das an. Oh mein Gott, Minimeister holt sich ein. Oh mein Gott, er hat es nicht gesehen. Oh, aber er kriegt den Kill. Eieiei, das war ja richtig blind. Trotzdem Maniac mit dem Refrag und kommt jetzt der. Ja, es sieht ganz so aus. Guckt euch das an. Tensky, der hat nämlich hier schon fast den Spot eingenommen. Jetzt kommt erst die Rotation. Ihr habt es gerade oben gesehen. Voxil ist gleich hier unten, aber der läuft schon in Tensky rein und einfacher Kill für Tensky. 3 gegen 2, jetzt die Bombe müsste jetzt gleich gelegt werden. Ihr seht es auf der Map, es sind noch MyGod und Kalix, die es hier versuchen müssen. Tensky aber trotzdem mit der richtig, richtig starken Position, da muss aber immer aufpassen. Trotzdem, es wird für ihn abgelenkt, ihr habt es gerade gehört, jetzt ist auch gesehen worden. Kalix, eigentlich muss Tensky nur da bleiben. Kalix jetzt der Letzte, die M4 sollte eigentlich durchbringen. Das 1 gegen 3 kann er nicht mehr machen, er hat auch kein Kit. Vor allem Tensky, der macht das da richtig gut, dadurch, dass Tensky einfach in der Ecke bleibt, nur so ein bisschen mal vorgeht. Und ja, Tensky macht halt mit seinen 26 HP noch den Kill, kriegt auch noch die M4 raus. Oh mein Gott, also das war keine gute Runde für Dark Passage. Das muss man ganz klar sagen, dass Sasuke hier so mega lange drin geblieben ist, vor allem mit 7 HP, das habe ich nicht verstanden, war der erste Kill. Dann hat man es eigentlich später nochmal sehr gut gemacht, indem man hier vorgegangen ist. Auch wenn das hier der Kill gegen wer war es? Gegen Glaze natürlich schon so ein bisschen, naja, schlussendlich Dark Passage hätte mehr rausmachen können. Haben sie am Ende nicht und so sind sie jetzt hier im Force Buy, denn Geld ist nicht mehr ganz so viel da, aber der Erste, der hier den Kill macht, ist dann Voxic. Oh, und auch schön von MyGod, kriegt er den Nächsten und auf einmal hier wieder der Vorteil für die Seite, die eigentlich hier im Nachteil ist. Die eigentlich die Eco bzw. den Force-By fährt, schon eine AK geklaut.
Und jetzt müssen sich die drei verbliebenen Rogue-Spieler irgendwie zusammensammeln und gucken, ob sie worauf kommen. Aber guckt euch das an. Da ist schon jemand drauf. HS mit dem Headshot. Auch Rollen nimmt noch einen mit. Damit ist die halt, der Halt auf B auch schon komplett gefallen. Aber von hinten. Von hinten kommt Minimeister. Ist jetzt auch der Letzte, denn Kalex ist auch sofort geschieben. Minimeister aber mit einem Kill. Jetzt ist es eine 1 gegen 2 Situation im Retake. Wechselt erstmal auf die RK. Theoretisch Möglichkeit, das einfach durchzubringen. Vor allem der Molotow macht es natürlich jetzt sehr auffällig, dass er da langkommen muss. Er versucht es nochmal, aber mehr als ein paar Hits zu geben war es nicht. Rollem, der rollt ihm dann ab. Holt den letzten Kill und damit hier auf jeden Fall die Full Eco für Dark Passage. Auch wenn Minimeister da gerade noch 700, also relativ viel ausgibt. Er hat ja auch den Kill mit der UMP gemacht. Das gibt ja erstmal 600. Er ist noch auf 2000. Kann man machen. Die Sache ist natürlich, die 700 wären in der nächsten Runde auf jeden Fall zwei Flashes und eine Smoke. Das darf man nicht verachten, vor allem auf der CD-Seite. Und guckt euch das an, da wird erstmal gestackt. Die wollen da jetzt vor. Oh mein Gott. Ja, aber Rollem, der ist wieder da. Oh, da hat er noch einen Schuss gehabt. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Macht noch viel Schaden an mein Gott, der jetzt der einzige Verbleibende ist. 25 HP noch. Der Rest ist komplett gefallen und ihr seht es an Maniac. Maniac, einfacher Kill für Maniac. 3 zu 1 für Rogue und auch wenn sie die erste Runde nicht geholt haben, wie ich das ja gesagt habe, dadurch, dass sie sich die zweite sofort zurückgeholt haben, ist quasi das Ganze auf Null gegangen, zumindest was so die Ökonomie, das Geld insgesamt angeht und es ist nur noch interessant, also das Einzige, was sich sonst ändert, ist halt, dass die CDs hier eine Runde auf dem Board haben, zumindest schon mal. Vom Geld her kann es natürlich jetzt gut sein, die erste Waffenrunde kommt jetzt für die CDs. Wenn die verloren wird, dann kann es hier gleich 5-1 stehen, denn ihr kennt das, diese ersten 5 Runden, auch wenn es dann hier 6 Runden wären, sind halt sehr wichtig und gleichzeitig hängen die halt an nur so 2-2,5 Runden, wie wir das gerade gesehen haben. Erstmal passiert nicht ganz so viel, beide Seiten tasten sich so ein bisschen ab, vor allem mit Granaten, versuchen es natürlich die CTs hier auch rauszuzögern, was so passiert, es wird überall so ein bisschen geguckt, Voxic muss da sehr, sehr viel aufpassen, er ist halt komplett alleine, im Grunde muss beide Seiten gucken, auch wenn es eine starke Position ist, für einen Refrag wäre da keine Möglichkeit, er zieht sich jetzt auch zurück. Auch MyGod steht da noch ein bisschen offensiv, aber hauptsächlich, weil da auch die Smoke noch liegt. Jetzt wird er reingeflasht. Das ist aber natürlich jetzt auch klar, dass er da ist. Ja, und so darf man nicht nochmal hinziehen. So häufig. Glaze musste im Grunde einfach nur ein bisschen durchziehen. Hat nur mit 12 HP überlebt. Aber gut, da haben beide ihre Sprays bzw. ihre schnelles Tabbing nicht ganz so gut getroffen, wie man hätte sollen. Und schlussendlich hier Dark Passage direkt wieder ein Mann im Nachteil. Aber ihr seht es gerade, Minimeister ist schon wieder durch. Der könnte gleich wie in der allerersten, nee, in der zweiten Runde auch, kommt er hier gleich von hinten. Kalix holt da auch erstmal einen Frag. Trotzdem, es ist natürlich eine All-In-Position, dass er da stirbt. Überhaupt kein Problem. Das war zu erwarten und Voxic, ja, schönen ersten Kill, aber dann, oh, und das hätte der Double sein können, aber nein. Und so ist es am Ende, nur noch Minimeister, der jetzt von hinten kommt, da ist er auch bekannt, da kommt nochmal ein Molotow. Jetzt ist er hier, beide Seiten, ihr seht es, und er wird auch schon komplett umlaufen von Rollen, während Tenski hier den Spot komplett halten möchte. Das ist natürlich die Frage. Ja, Tenski schießt einfach mal so ein bisschen durch und von hinten kommt jetzt gleich der Herr Rollen. Das sollte kein Problem sein für Rollen. Der wird da auch noch nicht erwartet. Jetzt muss es gehört worden sein und da ist der Kill für Minimeister. Trotzdem, es ist nicht für ihn, für Tenski gelegt. Tenski muss vor, aber ja, das ist kein Problem. Die paar Meter, Tenski, wieso nicht, hat er noch hingekriegt. Natürlich musste Minimeister das versuchen. Zumindest hat Minimeister das dann geschafft, alle Ts natürlich auch noch zu töten. Trotzdem, ihr seht es, die haben ohne Probleme das Geld nochmal full nachzukaufen, während hier natürlich bei Dark Passage wieder die Eco ansteht. Ja, Tenski läuft erstmal dreist an der Bombe dran vorbei. Ne, will ich nicht. Bis dann der Chef sagt, ja, komm, nimm sie jetzt mit. Und da wirft er sie auch schon wieder weg. Kennt man natürlich. Bisschen was wurde hier gekauft bei Dark Passage. Können sie natürlich auch
Sie sind im vollen Loser-Bonus am Ende der Runde. Da kann man sich jetzt hier ein bisschen was leisten, solange man, ihr seht es, zwischen 2.000 und 3.000 hier noch bleibt, ist das alles kein Problem. Und auch diese Runde fängt wieder schlecht an. Auch Rollem, der könnte da gleich das richtige Timing haben. Ja, zweite Kill für die T's schon. Die Runde fast schon vorbei, aber Minimeister macht es da wieder sneaky-beaky-like. Während Headshot war... Oh, Rollem. Also, dass er dann da so in den Reload geht. Das hat ihn getötet. Das konnte Minimeister natürlich hören. Ist da einfach rein. Wieso nicht? Trotzdem ist es jetzt gar keiner mehr. Denn Kallax wurde auch schon geholt. Die Runde relativ easy-peasy für Rogue. Und jetzt zählt es so langsam. Es ist die favorisierte Seite, auf der die Türken hier momentan spielen. Sie müssen ein paar Runden holen. Am besten jetzt direkt, wenn sie es nicht schaffen, dem Lauf von Rogue bald einen Einhalt zu gebieten, dann fahren die einfach, gerade mit so einer starken Ökonomie, fahren die einfach davon. Auf der T-Seite brauchst du nicht so viel Geld. Wenn du so viele Runden am Stück holst, du kannst dir immer was zurücklegen. Und naja, das macht es dann für die CDs nicht einfacher. Wir sehen diesmal relativ schnell, da wird ein bisschen Stress auf B gemacht. Da sind vier Mann und A wird vollkommen defensiv gedeckt von MyGod. Da muss man gucken. Zumindest hat hier gerade diese Offensive von Rogue es nicht geschafft, irgendjemanden da auf dem falschen Fuß zu erwischen. Dark Passage, die leben immer noch alle. Das ist ja schon mal was. Oh, jetzt wird da durchgeschossen. Erste Hits gegen Minimeister. MyGod weiß jetzt auch, dass da ein bisschen was ist. Gibt sogar zumindest einen Hit. Aber natürlich die Position nicht ganz so gut. Die Rotation, ihr seht es, kommt. Jetzt sind gleich drei Mann auf dem A-Spot, während hier Counter-Rotation direkt auch schon kommt. Die wollen nicht mehr auf A, die wollen jetzt wieder auf B. Das heißt, naja, da sitzen... Oh, guckt euch das an. Ah, ich dachte schon, die wollten noch ein bisschen defensiver gehen, noch weiter hoch verschieben vielleicht. Aber nein, das passiert zumindest nicht. Die beiden B-Spieler haben sich hier nur etwas defensiver hingestellt. Das kann man auch machen. Aber es sieht ganz so aus, vor allem wenn wir uns das hier angucken, als würde da gleich, ja, da sollen gleich die Smokes natürlich fliegen. Sie stehen da, sie fliegen. Und dann kommt hier gleich auch die Rotation, aber es soll wohl nach A gehen. Ja, die Bombe kommt jetzt auch. Oh mein Gott, das ist wirklich auf die letzte Sekunde. Es ist auch klar, guckt euch das an. Die sind alle hier hochgegangen. Die stehen hier alle. MyGod mit dem ersten, Minimeister mit dem zweiten. Ja, keine Chance mehr, die Runde ist vorbei. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da sind ja nur ein paar Smokes gekommen. Dann konnte natürlich irgendwann die Leute unten auch sagen, hier mehr an Steps oder sowas ist das nicht. Das sind zwei Smokes. Vielleicht noch eine Flash irgendwo her, das war's. Wenn du sowas hörst auf einem Spot, dann auf dem Level sagen die dann natürlich einfach, ja, hier kommt ein bisschen was. Und dann wird gefragt, ja, kommen da irgendwelche Leute? Und nee, irgendwie nicht. Und dann ist natürlich klar, vor allem bei so einer Zeit, da ist jetzt erstmal nichts. Und Rogue hat sich da ein bisschen vergambelt. Oh, schön gemacht. Voxic mit den zwei Kills. Oh, und Rollem. Da hat er nicht schnell genug gedrückt. Und auf einmal ist es nur Maniac und wird einfach da durchgeholt. Kriegt einen ins Gesicht. Richtig schön durchgeschossen von Sask. Und so sind es hier auf einmal Rogue, die in eine Eco müssen. Vor allem natürlich auch, weil hier diese Runde so mega teuer für sie war. Ansonsten, sie konnten sich hier ein bisschen was aufgebaut. Das haben sie dann hier schlussendlich in dieser Runde alles ausgegeben. Jetzt die Eco und die Möglichkeit für Dark Passage, die Anschlussrunde zu kriegen. Genau das haben sie gebraucht, genau das haben sie gekriegt. Richtig gut gemacht, natürlich dadurch, dass in der vorletzten Runde Rogue so unglaublich langsam gespielt hat. Vielleicht so ein bisschen, naja... Oh, das war der Headshot gegen Minimeister. Ich glaub's nicht. Er verliert da im Grunde das Duell gegen gegen die Glock. Wieso nicht? Aber dann ist Kallax da. Der macht die Kills. Zumindest zwei, bis er rausgenommen wird. Jetzt ist auch klar, ja, da ist noch ein ganzes Stück mehr. Einer Onspot, der muss was machen. Sasuke nimmt einen mit. Das könnte zu wenig sein. Zumindest die Bombe sollte jetzt gelegt werden können. Ja, und das ist schon ein Gewinn für Rogue. Die beiden gegen drei, das ist machbar, aber nur, naja, da braucht man viel. Dark Minimeister kann eigentlich defensiv bleiben, da jetzt mit seinen 6 HP hat er nämlich gerade von Tenski nochmal einen Schuss abgekriegt. Ihr habt es gesehen, 8 HP sind es.
Aber eine gute Runde für beide Seiten. Dark Passage hat vor allem die beiden AWPs nicht verloren. Mit zwei Mann, die sie verloren haben, ist es noch alles in Ordnung, dass sie den Bombenplant abgegeben haben. Ist natürlich nicht ideal, aber auch kein Weltuntergang, denn Rogue, die hätten eh jetzt kaufen können und auch im Grunde voll kaufen können, bis auf so ein paar kleinere Ausnahmen, die sich nicht unbedingt alle Granaten hätten leisten können. Das ist aber jetzt natürlich auch nicht so das Schlimmste für Rogue, aber dass sie zumindest ein paar Kills gemacht haben und vor allem, dass die Bombe, diese 800, ihr seht es, gerade Glaze hätte sich sonst keine Granaten leisten können. Und es ist wieder Voxic, der hier die ersten Hits gibt und dann macht es die Granate, nachdem er dem armen Glaze schon das Bein weggeschossen hat, kriegt er noch eine Granate, die er im Grunde mit seinem, mit seiner Brust auffangen darf. Also, ein Mann Vorteil hier für Dark Passage. Die kämpfen sich hier gerade wirklich gut zurück. Oh, Saskia, das war ganz gefährlich. Jetzt gibt's da die Hits. Und er gibt ganz gut. Eieieiei. Maniac kommt mit 17 HP momentan noch weg. Minimeister findet auch wen. Die AWPs leisten hier gerade ganze Arbeit. Es sind nur noch drei Ts. Na, Rollem hier auf der Suche. Will was finden. Natürlich, er hat die AWP. Er muss jetzt was machen. Das ist so die Waffe, mit der man am ehesten dann vielleicht noch was rausziehen kann. Deswegen wird hier schön abgezielt. Ja gut, da kam eine Flash. Kein Repeak da, aber zumindest hat sich Rollem verraten. Sie wissen dann, dass die Ts auf jeden Fall schon irgendwo im in der Toilette sind natürlich, auch wenn da gerade, ja, da muss erstmal die Bombe geholt werden, die sonst keiner haben wollte, während es hier heiß hergeht. Tenski holt einen, sieht einen zweiten, aber da ist er zu häufig gesprungen. Da hätte er den Kopf vielleicht eine Sekunde früher gesehen, hätte das machen können. Jetzt ist es Rollem, aber der trifft nicht, der trifft auch nicht. Und dann ist er natürlich tot. Nur noch Maniac, der wurde vorhin schon durch eine Wand angeschossen, durch die Holzwand. Faked es jetzt an, jetzt muss er legen. Nein, er faked es nochmal an. Oh, gut, er ist zumindest noch vor der Zeit gestorben. Minimeister holt ihn dann am Ende. Hier der Ausgleich jetzt 5:5. Und es sieht ganz so aus, als sollte Rogue hier direkt nochmal in eine Eco gehen. Das könnte ein Pistol Kevlar bei werden. Ihr seht es, da wird schon ein bisschen was gekauft. Sie sind jetzt selber mit dieser Runde im vollen Loser-Bonus angelangt, deswegen kann man sich das auf jeden Fall leisten. Und mit dem Equipment und mit den Pistols, gerade mit dem Kevlar dabei, kann man sich hier natürlich auch ein bisschen mehr aus der Runde erhoffen. Trotzdem, für Dark Passage die Möglichkeit, nach diesen 5 am Stück verlorenen Runden wieder in Führung zu gehen. Und es ist Kalyx mit einem und dann ist es Minimeister, der dann noch hilft. Auch Sasuke ist da und sucht, denn da wollen noch zwei Ts auf den Spot. Weiß jetzt, dass da auch kurz was kommt. Oh, die Smoke ist jetzt weg. Nicht ideal, aber Sasuke, also wirklich, das war nicht so gut gemacht. Maniac holt sich auch noch ein und Tenski für den dritten. Und auf einmal sind es, das ist es das 1 gegen 2 und Rolle macht es. Ich glaube es nicht, also wirklich. Da muss ich ganz klar sagen, das hat Dark Passage wieder nicht ganz so gut gespielt. Vor allem Sasuke, der stand hier halt, hat es abgezielt, die Smoke ging weg. Natürlich, das ist immer so die Sache, das kann für ihn ein bisschen andere Smoke gewesen sein. Aber da hatte Sasuke definitiv die Möglichkeit, ein oder zwei Kills mitzunehmen. Das sah gerade nicht so ideal aus. Und anstatt dass Dark Passage hier nach dieser ersten Runde wieder in Führung gerät, sind es jetzt Rogue, die sich das Ganze wieder zurückgeschafft haben. Beide Teams also mit 5 am Folge gewonnenen Runden. Und dann war es das. Ah, diesmal macht Sasuke den ersten Kill, kommt mit 6 HP noch weg. Oh, dann holen sie erstmal Minimeister. Jetzt wissen sie aber natürlich auch, dass da noch wer ist. Und Sasuke steht hier überhaupt nicht gut, denn hier seht es, hier ist eigentlich auch noch wer. Dass Sasuke da immer noch lebt, ist auch irgendwie ein Wunder. Aber gut, noch reicht es. Okay. Oh mein Gott, und der Molotow reicht nicht ganz. Und der breitet sich anscheinend auch nicht weiter aus. Das war interessant. Sasuke überlebt es mit 6 HP, trotz Doppel-Molly. Ja, wieso nicht? Von beiden Seiten war er eigentlich angegangen. Trotzdem 4 gegen 4, immer noch ein kleiner Vorteil für Rogue, die sich jetzt Richtung A-Spot auf den Weg machen. Da werden sie als allererstes auf Kalyx treffen. Der hat hier die All-In-Position, während hinten, mein Gott, so ein bisschen Jump-spottet immer wieder.
Ist natürlich die Frage, wer kann hier den ersten Kill machen? Definitiv. Wie gesagt, es ist halt eine mega All-In-Position, die Kalyx da hat. Das ist nie einfach, davon zu arbeiten. Sobald er nicht den ersten kriegt, ist im Grunde alles verloren. Und meistens, selbst wenn er den ersten Kill macht, ja, seht ihr es, dann wird er halt gerefaked. Das sorgt dafür, dass nur einer da ist. Aber Voxic ist jetzt da. Trotzdem müssen wir jetzt aufpassen. Das hat man gehört. Schön gemacht von Rollem. Und es ist hier nur Sass. Wer kriegt jetzt gerade den dritten Molly insgesamt ab? Mit 6 HP muss er es jetzt hier nochmal versuchen. Ob er es versuchen sollte, ist eine andere Frage. 1 gegen 3 Retake-Situation mit 6 HP. Eigentlich unmöglich. Vor allem, weil er sich hier auch gar nicht groß vorarbeitet gegen 3. Wenn er es wirklich noch machen wollen würde, müsste er viel aggressiver spielen, versuchen an die Kills zu kommen. Ja, er hat es vielleicht für den Ninja versucht, aber HS passt auf jeden Fall auf. Kein Problem. 7 zu 5, Rogue kurz davor, hier die erste Halbzeit auf der nicht favorisierten Seite zu gewinnen. Vor allem, weil Dark Passage direkt auch wieder in eine Eco gedrängt wird. Da werden hauptsächlich ein paar Deagles, ein paar andere Pistols gekauft. Zweimal Kevlar sehen wir da. Aber naja, das ist natürlich im Grunde nicht viel. Ihr seht es, Maniac, der weiß auch, was da gerade abgeht. Mit der MAC-10 wird er hier gleich vorgehen, anscheinend. Zumindest ist das normalerweise das, was man damit macht. Aber es ist die AWP und Glaze. Zumindest Maniac kann da einen ansagen. Und dann, da ist er erstmal gegen eine Wand gelaufen. Auf die Entfernung natürlich die MAC-10 nicht ganz so gut, kommt aber weg. Jetzt ist auch bekannt, dass da mindestens noch zwei bei ihm in der Nähe sind. Während sich, ja, der Rest seines Teams macht sich einfach über den Weg. Haben hier gleich den Spot komplett unter Kontrolle. Das ist natürlich immer so eine Sache. Wenn du überall lang gehst, wenn du Waffen hast und die anderen, die Gegner Pistols, die CTs, dann willst du es oft versuchen auf die lange Entfernung. Ne, du hast die AKs, das kennt man bei Das 2 zum Beispiel auch. Wenn du weißt, die Gegner haben eine Eco, dann versucht man es immer ganz gerne über A-Lang. Deswegen gibt es dann natürlich auch immer diese Anti-Eco-Struts, dass zum Beispiel dann 3 oder 4 Mann sich die HE kaufen, Richtung Lang gehen und alle Mann ins Langhäuschen werfen. Ne, bloß nicht die ganze Pistols in den Nahkampf kommen lassen, das kann immer sehr, sehr schnell tödlich enden. Vor allem, wenn man wie Tensky eine M4 in der Hand hat, wenn du dann auf nahe Entfernung gegen eine P250 antrittst und du gibst ihm einen Headshot und er gibt dir auch einen Headshot, dann bist leider trotzdem du der Tote. Naja, 8 zu 5, Rogue hat hier die erste Halbzeit schon für sich entschieden, bisher ein starkes Spiel von ihnen. Hier einmal 4 Runden am Stück waren es sogar nur, die ich vorhin gesehen habe. Nicht die 2x5, wie ich eigentlich angesagt hatte. Ja, und Sask, der will da viel zu weit raus, so spät in der Runde. Naja, dass er dann so von hinten im Grunde geholt wird, das wundert mich jetzt gar nicht. Damit natürlich Dark Passage schon wieder in der Scheißposition, wenn ich das so ausdrücken darf. Sask direkt weg. Kalyx ist auch schon auf Low HP. Mini-Meister kriegt da den Kill. Ist jetzt aber auch bekannt. Muss dann immer aufpassen. Flasht sich da jetzt. Oh, schön gemacht. Flasht sich daraus. Zielt es aber noch ab. Kriegt den Kill gegen HS, der eigentlich seine Smoke werfen wollte. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht um besser jagen gehen zu können. Aber naja, das war keine so gute Aktion von HS, sagen wir es, wie es ist. Und auf einmal Dark Passage durch eine Einzelaktion von Minimeister, der ein wirklich gutes Spiel auch macht, hier wieder im Vorteil. Und es sind nur 25 Minuten. Ihr seht es, gerade erst wird die Bombe von Tensky abgeholt, während sich Maniac hier durch die Langröhre schleicht. Jetzt wird es natürlich verraten, aber der erste Kill fällt für Tensky. 3 gegen 3. Mein Gott, kommt jetzt die Bombe. Könnte Onspot gelegt werden. Ja, zumindest das schaffen sie. Maniac wird rausgenommen. Jetzt sind es nur noch Tensky und Glaze. Die müssen es jetzt hier gleich machen. Glaze, nun gut, dass sie höchstwahrscheinlich lang und kurz sind, kann man erwarten.
Glaze hat versucht, da nochmal einen Vorteil rauszunehmen, wurde aber schön von Kalyx mitgenommen und auch Tensky kann keinen mehr rausnehmen. Zumindest hier trotzdem noch die Runde für Dark Passage. Sie haben ja sehr, sehr früh Saske verloren, aber Minimeister vor allem hat es am Ende auch wieder rausgeholt, hat das ganze Blatt gedreht und so. Hier die Runde wieder für Dark Passage. Damit haben sie direkt die Chance, hier auch noch ein 7:8 aus ihrer Sicht rauszumachen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Aber natürlich, Rogue, die haben immer noch mega viel Geld. Die brauchen sich da nicht groß Sorgen machen, das reicht für jeden, für alles. Da hätten sie sogar noch ein paar mehr Secondaries oder bessere Secondaries kaufen können. Gerade Glaze hat nur die Glock dabei. Kann man in solchen Situationen dann auch immer mal wieder mitnehmen. Jetzt wird hier ganz, ganz viel Stress gemacht. Sask versucht seinen Schnitzer gerade von gerade rauszunehmen. Holt hier den ersten Kill und jetzt wird komplett verschoben. Guckt euch das da auf der Map an. Ja gut, die Rotation ist schon wieder zurückgehalten worden, denn momentan wird hier nicht ganz so viel gesehen. Ah, Saske sieht immer noch einen Molotow jetzt rein. Das sieht nicht gut aus für Rogue. Glaze, ja, Glaze wird erstmal einfach brav durch das Holz geholt. Das ist halt mega gefährlich da. Gleichzeitig ist das Springen natürlich, um Vision zu bekommen, auch mega gefährlich. Seit dem Jump-Update, also nicht dem letzten, sondern dem vor Ende letzten Jahres. Aber Rolm, endlich mal ein Kill für die T-Seite in dieser Runde. Gleicht es zumindest so ein bisschen an Entschuldigung. Gleicht es ein bisschen an, das ist ganz wichtig. Und ihr habt es gerade gesehen, Maniac macht hier ein bisschen Stress, kann auch viel Schaden gegen MyGod machen. Trotzdem ist es Tensky mit dem Kill. Und jetzt ist natürlich die Frage, Minimeister hier alleine, vorhin hat er 3 Kills gemacht. Jetzt kann er jetzt was machen, MyGod ist da, hilft. Trotzdem, Tensky nimmt auch einen raus. Es ist jetzt eine 1-gegen-1 Situation. Die beiden müssen natürlich auch immer aufpassen. Denn ihr seht es von oben, da kommt Maniac. Oh, das hatte MyGod gar nicht auf dem Schirm. Das ist ein mega Problem jetzt für Voxic. Der ist jetzt im 1 gegen 2. Er muss im Grunde nur die Bombe holen, aber er holt den anderen. Weiß natürlich nicht, dass die Bombe low HP hat. Und dann macht er es nicht. Der Schuss, er war fast drauf, aber fast reicht nicht. Am Ende macht Rogue doch noch die Runde. Ja, hätte ihm jemand gesagt, dass der letzte T wenig HP hat, wäre auf die USP gegangen, wäre schneller rumgegangen. Aber gut, das kannst du natürlich nicht wissen. Und als AWP hast du natürlich in solchen Positionen auch immer ein bisschen die Scheiße halt. Er hat nicht die Zeit, jetzt irgendwo noch Waffe groß zu wechseln und wirklich vorzupushen. Wenn du als Secondary nur die USP hast und du weißt nicht, dass der low HP ist, ist halt nicht unbedingt so die gute Entscheidung. Ich meine, Headshot macht halt dann auch nur so ungefähr 60 Damage, vielleicht ein bisschen mehr aus der Entfernung, aber das ist so der Standard-Damage von der USP gegen den Helm. Das ist natürlich nicht ideal, gerade im Sommernahkampf gegen eine AK. 9:6 noch, das ist ja eine gute Führung für Rogue. Damit ist es noch nicht safe für sie, würde ich sagen, aber Dark Passage muss jetzt auf der T-Seite definitiv mehr zeigen, als sie vorhin auf der CD-Seite gezeigt haben. Ansonsten, denke ich, dürfte Rogue das Ganze mit nach Hause schippern. Ja, Standard bei von beiden Seiten. 8-mal Kevlar sehen wir insgesamt, jeweils einer dabei. Ja gut, da impromptu Boost-Jump. Jump-Boost. Run-Boost heißt es. Ha. Aber ihr seht es, Rogue, die haben sich hier schon aufgestellt. Und das ist natürlich genau die richtige Entscheidung. Sie haben hier nur Maniac defensiv. Dafür haben sie komplett Kontrolle über fast alles. Maniac und Roller mit den ersten Kills. Jetzt endlich auch welche von den Ts. Trotzdem Maniac mit dem zweiten 3 gegen 2 jetzt. Leicht ruckelig. Ich guck gleich mal, ob es irgendwo dran gelegen hat. Es ist auf jeden Fall nur, mein Gott, der kriegt von Maniac auch noch eine schöne Runde von Maniac. Man hat es halt, ich meine, gerade haben wir gesehen, vorhin von Dark Passage, die haben halt standardmäßig einen hier vorgeschickt. Der hat hier geguckt und 4 Mann saßen hier auf dem Spot. Gerade haben wir es im Grunde anders gesehen. Wir haben hier 3 Mann, glaube ich, gehabt oder sogar 4 Mann, die durchgekommen sind. Und Maniac, der stand hier, der hat am Ende 3 Headshots und einen Kill so gemacht. Stark. Und das ist natürlich fast schon Worst-Case-Szenario für Dark Passage. Natürlich, sie haben die Bombe nicht gelegt. Wir sehen es gerade rechts schon.
Sie forcen es auf jeden Fall, die Möglichkeit, das zurückzuholen, ist da. Aber ob sie das schaffen, ist eine andere. Und wenn sie es nicht schaffen, dann zieht natürlich Rogue auch schon mal ein ganzes Stück zurück. So, ich gucke jetzt einmal. Also ich habe keine gedroppten Frames oder irgendwas. Das läuft also eigentlich noch... Das läuft also eigentlich ganz normal. Vielleicht war gerade kurzzeitig ein Ruckler auf dem Server selber drauf. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch. Gerade, dass ein Spieler zwischenzeitlich einen sehr hohen Ping hatte und dann geruckelt hat. Da habe ich mich auch auf die Suche begeben, bis Pause gecallt wurde und man gesehen hat, dass er halt mit einem 200er Ping rumläuft. Vielleicht sowas. Kurzer GoTV-Ruckler gibt es ja auch immer noch. Oder natürlich Twitch. Wir kennen es alle, wenn irgendwas nicht läuft, dann... Wenn das nicht alle direkt haben, dann ist es auf Twitch selber. Naja, wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Zeit, uns mal die Stats anzugucken. Und ja, wenn man so überfliegt, sieht man schon, warum Rogue hier führt. 4 Mann mit über 10 Kills, 16 Kills bei Roland momentan führender. Tenski mit 15 direkt dahinterher, also Maniac und HS auch nicht ganz so weit entfernt. Glaze mit 6 Kills. Momentan Bottom-Fragger insgesamt sogar. Aber gut, das muss natürlich irgendwer auch sein. Ganz so weit von allen ist er nicht weg. Auf der anderen Seite haben wir nämlich Voxic und Sask mit jeweils nur 7 Kills. Sask, das muss man sagen, der hat einige schöne Aktionen gehabt. Aber ist auch oft jemand gewesen, der viel zu offensiv gegangen ist und dann viel zu alleine gestorben ist. Voxic hat vor allem mit der AWP überzeugt, ansonsten relativ wenig gezeigt. Und Minimeister momentan insgesamt Topfragger mit 19 Kills. Macht ein wirklich gutes Game, habe ich zwischendurch gesagt. Hat einige Runden wieder entschieden bzw. zurückgeholt, dass Dark Passage überhaupt eine Möglichkeit hatte, die Runde zu holen. Hilft auf jeden Fall seinem Team. Trotzdem natürlich Vorteil immer noch. Ja, und Rollem mit dem zweiten. Stark gemacht. Hat den dritten auch gehört. Holt sich auch noch. Oh mein Gott, bei dem regnet es gerade Money. Die anderen beiden könnten jetzt auch noch in Rollem reinlaufen. Rollem, nein. Es ist, mein Gott, der nimmt beide mit. Kein Ace für Rollem. Schade, schade. Hätte ich mit dem Ding natürlich mal gerne gesehen. Ich meine, ich glaube, der Kill Reward ist auch noch 900. Auch bei der Swag 7. Das heißt, mit den 3 Kills hat er da gerade schon 2700 gemacht und hätte natürlich mit 2 mehr Kills auch nochmal ein ganzes Stück mehr mitnehmen können. Ich meine, wer hat nicht gerne in ein so einer Runde mal eine extra 4500? Aber gut, es passiert natürlich immer relativ selten, das Geld, was er da gerade sich angesammelt hat, das freut ihn definitiv. Er hat gerade im Grunde die 2450, haben wir gerade bei ihm gesehen, hat er gekauft. Das hat er im Grunde alles mit den Kills bezahlt, die er in der letzten Runde gemacht hat. Und jetzt Maniac wird hier Besuch bekommen. Die HE macht Schaden, der Molotow auch. Wurde geflasht, aber ja, Maniac, schön gemacht. 3 Kills, HS klaut einen. Tenski am Ende nimmt auch nochmal 600 mit. Und so ist es hier das 12:6 erste Waffenrunde für Dark Passage. Die müssen jetzt im Grunde zwingend diese Runde holen. Ansonsten sind sie quasi wieder in eine Eco, je nachdem, ob sie hier gleich eine Bombe legen oder ob sie sich dann entscheiden, vielleicht zu forcen. Und naja, viele Runden braucht Rogue insgesamt nicht mehr. Wollen wir mal sehen, was sich die Türken hier ausgedacht haben für diese Runde. Und es ist bisher der Standardaufbau. Ihr seht es, 3 Mann Richtung A, einer unten drin, einer zielt nach B ab. Oder macht da ein bisschen Stress, je nachdem. Momentan hauptsächlich natürlich Kalix, der da so ein bisschen abzielt, beziehungsweise durch die Smoke gebratzt hat. Und da gibt er sogar einen Hit. Aber ihr habt es gesehen, ein oder es waren vielleicht sogar 2 Hits. Ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher. Ich dachte, es wären 2, aber gut, es waren halt 11 Damage durch 2 Türen durch, beziehungsweise durch die Tür durch und dann durch das Holz durch. Auf die Entfernung macht selbst die AK natürlich nicht unbedingt so viel Schaden. Ja, Maniac konnte zumindest ein bisschen Infos sammeln. Auf der anderen Seite, ihr seht es hier, sehr defensive A-Deckung. Das kann man aber auch machen. Wieso nicht? Man kann die T's hier kommen lassen, vor allem so früh in der Halbzeit, weil dann wissen die T's natürlich auch überhaupt nicht, inwieweit die
CDs die A-Deckung normalerweise stehen haben. Das heißt, die können nicht einfach sagen, ja, die stehen die ganze Zeit defensiv, lass mal schneller offensiv die Sachen einnehmen. Das kannst du einfach nicht machen. Deswegen, naja, 30 Sekunden noch und jetzt soll es wohl auf B gehen. Maniac und HS sitzen hier und ihr seht es gerade. HS, der guckt nach unten, damit man seinen Kopf nicht sieht. Und ihr seht es halt, der Kopf, der steckt halt, naja, wie bei dem Vogel, wie beim Strauß in der Kiste im Grunde drin. Glaze mit dem ersten Kill und Kalix hat sogar hingeschossen, aber sie haben es nicht mitgekriegt. HS kann den Bombplant verhindern und sogar auch dafür sorgen, dass Kalix hier, nein, dass der letzte T natürlich in einer mega schlechten Position ist. Gar nicht irgendwo in der Nähe, kann nur seine Waffe durchbringen. Und naja, ihr habt es gerade gesehen, die Position an den Fässern da. Es wurde kurzzeitig hingeschossen, aber Kalix hat es halt nicht richtig gecheckt gehabt, weil er konnte halt den Kopf nicht richtig sehen. Und ja, dann standen sie am Ende schlechter. Bombenplan verhindert, deswegen hier nicht so viel Geld bei Dark Passage. Die haben jetzt zumindest teilweise runtergekauft. Natürlich, Sask, der hatte hier ja auch seine Waffe noch durchgebracht. Die anderen zumindest Pistol Kevlar gemacht. Sie sind nach der Runde natürlich im vollen Loser-Bonus. Das heißt, das, was sie sich zurückgelegt haben, wird nächste Runde reichen. Und so, ja, so hier die Chance, will ich gerade sagen, die Runde mitzunehmen. Aber Kalix, der Erste, direkt wieder gestorben. Das aggressive Spiel hat sich ausgezahlt, zumindest kurzzeitig. Dann wird Rollem von der Seite geholt. Jetzt müssen sie noch wissen, dass noch einer ist. Oh mein Gott, wieso zielt denn der Zweite nicht hin? Trotzdem, Tenski kann einen nur mitnehmen. Glaze war noch mehr erfolgreich, deswegen hier eine 3 gegen 4 Situation von Seiten der CDs aus. Voxic und Sask, die müssen jetzt gucken. Und Glaze, der hat eine perfekte Position. Ihr seht es, ja, da achtet natürlich Sasuke nicht drauf. Povix hat sich jetzt, Voxic hat sich verraten. Ich will immer dieses P dazu lesen. Schrecklich. Kann zumindest HS rausnehmen und jetzt auch die Bombe planten. Das ist, das wäre natürlich für die nächste Runde mega wichtig. Aber er weiß natürlich nicht, dass beide da sind. Er muss es eigentlich. Naja gut, er hat noch Zeit auf der Uhr. Aber es wird natürlich nicht einfacher. Gerade wenn er jetzt nochmal versucht, Richtung A-Spot zu gehen. Das einzige Vorteil, den er jetzt vielleicht haben kann, ist, dass die beiden Rogue-Spieler denken, er ist vielleicht schon unten am Legen. Aber das würde man von da oben natürlich auch hören. Und jetzt umlaufen sie sich gleich komplett. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott. Hat er es noch geschafft? Zeitlich? Ja, jetzt, das hört man auf jeden Fall. Jetzt wird er gleich von der Bank geholt. Ja, er kann zumindest nochmal die Bombe holen. Timing, Pech, schlussendlich muss man sagen, war dann schon so ein bisschen dabei für ihn. Aber er wollte es natürlich auch nicht, ne? Er wollte es noch versuchen rauszuholen. Gerade in so einer Position auf dem Bombspot natürlich schlecht. Weil hier hätte wer sein können, hier hätte wer sein können, hier hätte wer sein können. Und er wusste, dass mindestens einer hier ist. Natürlich, von hier hätte theoretisch auch einer kommen können. Ja, trotzdem, einfach versuchen hier, beziehungsweise hier hinter mal zu legen, schon mal den Bombenplant. Das ist immer ganz wichtig, den Bombenplant zu machen. Gerade wenn du in einer 1 gegen 1 plus X Situation bist, bringen die 800 dann schon einiges. Naja, am Ende hat es nicht sollen sein. 14 zu 6, nächste Waffenrunde für Dark Passage. Natürlich jetzt. Und Rollem gibt den ersten Hit, kriegt selber ein bisschen was ab. Trotzdem, da hat Minimeister mehr abgekriegt. Und ja, LPSenk sagt es, es läuft für Rogue. Das sieht sehr gut aus. Sie haben mehr als doppelt so viele Runden auf dem Konto, auf dem Buckel wie Dark Passage. Schlussendlich, glaube ich, ist es auch wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis es hier 16 zu X steht. Dass Dark Passage hier noch ein paar Runden mitnimmt, das würde ich gar nicht anzweifeln. Aber ihr seht es, erste Frag. Rollem macht das wieder, macht im Grunde das Ganze wieder raus. Aber dann wird er auch geholt. Das war ein bisschen zu viel. Wieder nachgucken, trotzdem hier auch erfolgreich. Es wird 1 gegen 1 getauscht. Es ist aber auch klar, aber Tenski kann noch einen mitnehmen. Und damit ist es jetzt immer noch eine 2 gegen 2 Situation. Oh, und Voxic verschießt vorhin so gut und gelobt. Aber im zweiten macht er es dann. Und jetzt ist es Maniac gegen 2. Er weiß natürlich, oh mein Gott, aber er wurde gesehen. Und am Ende ist es Sask, der seiner AWP da zu Hilfe kommt. Voxic hier mit 3 Kills hat definitiv nicht nur den Spot selber aufgemacht, sondern die Runde auch für sein Team noch mitgenommen.
Trotzdem sind es immer noch doppelt so viele Runden, die Rogue hier auf dem Buckel hat. 14 zu 7. Rogue kann natürlich auch nochmal kaufen. Die haben einiges an Geld zurückgelegt haben können. Die konnten einiges an Geld zurücklegen, die letzten Runden. Trotzdem, sie sind jetzt schon am unteren Ende ihrer Reserven angekommen. Da ist nicht mehr ganz so viel von da. Das heißt, für Dark Passage jetzt durch diese Runde eine Möglichkeit, ein bisschen mehr mitzunehmen. Ein paar mehr Runden vielleicht. Jetzt sehen wir hier unten gleich, Tensky steht in der Ecke, Rollem zielt es auch ab, muss natürlich immer wieder nach oben gucken. Und Tensky ist jetzt gesehen worden, kriegt aber, der kriegt immer mindestens einen Kill. Und am Ende Rollem, oh mein Gott, und er verschießt nochmal. Ah, Minimeister mit 2 Kills hat es aufgemacht und ihr seht es, der A-Spot ist im Grunde komplett offen. Jetzt kommt erst die Rotation rein. Trotzdem, wenn sich die T's jetzt trauen, können sie da ganz schnell einfach auf den Spot drauf. Die Flash hat ein bisschen angeflasht, aber das war es auch. Und da Glaze aber mit dem ersten Kill, Glaze mit dem nächsten und HS auch. Und auf einmal ist es nur noch Kalyx, zumindest die Bombe gelegt, aber er muss es jetzt gegen 3 halten, den ersten. Kriegt er zumindest, jetzt ist aber auch schon bekannt, wo er ist. Das ist natürlich nicht das, wie man hier gegen spielen möchte und er trifft nicht. Er verschießt sich da insgesamt. So war es am Ende. Nur diese eine Runde, die hier das türkische Team mitnehmen konnte. Das ist nicht unbedingt ideal, denn jetzt sind nicht nur Rogue auf der 15. Runde angelangt, sondern ganz so viel Geld. Ihr seht es, wenn ihr auf das Geld guckt. Ist nicht da bei Dark Passage. Nur Voxic und Minimeister, die nochmal durchkaufen könnten. Aber das war es im Grunde auch schon. Der Rest muss ich hier mit Pistols bzw. mit der einen UMP begnügen. Mehr ist das nicht. Zumindest Voxic nochmal an der AWP. Da hat er die eine Runde, die sie bisher auf T-Seiten geholt haben, natürlich auch mit entschieden. Trotzdem, wie gesagt, es ist hier meiner Meinung nach momentan nur noch eine Frage der Zeit. Und jetzt geht es hier ganz schnell durch. Oh, die HE. So viel Schaden. Einmal 56, einmal 50 Damage. Die hat es richtig gebracht. Trotzdem, es soll hier jetzt gleich schnell auf den A-Spot. Oh, und HS wird direkt rausgeholt. Aber Maniac mit 2, der holt es direkt wieder raus. Trotzdem, er muss da aufpassen. Kann den dritten nicht holen. 3 gegen 3 jetzt. Auf den Spot sind sie noch nicht gekommen. Der Molotow liegt da wirklich gut. Jetzt könnte aber, ja, da wird auch die Bombe geholt und gleich gelegt. Voxic konnte auch nochmal Rollem rausholen, der versucht hat, MyGod dazu beim Durchlaufen zu holen. 2 Spieler sind es jetzt noch, die hier gegen den Halt angehen. Aber, oh, und auf einmal ist es das 1 gegen 1. Aber wenn es natürlich einer halten kann, dann ist es Voxic an der AWP. Damit hat er bisher seine besten Sachen gemacht. Ja, und schön gemacht. Voxic, natürlich, Glaze muss sich die Frage stellen. Er wusste natürlich, dass die AWP irgendwo hier war. Dass sie natürlich dann auch hier gekommen sein kann. Alles standardmäßig. Und wenn du dann alleine bist und die Bombe ist hier geplantet, ja, du kannst natürlich entweder wie er es machen und sich einfach hier das Ganze zusmoken oder du smokst hier einen der beiden Seiten an und dann normalerweise die hier. Aber gut, am Ende eine schlechte Position. Er hat es versucht, indem er einfach sich weggesmoked hat. So ist hier zumindest nochmal die Knochen gegen. Jetzt geht es da schnell durch. Force Buy. Oh mein Gott, und Maniac macht wieder 2. Der Force Buy funktioniert komplett bei ihm. Kommt sogar nochmal weg. Hat jetzt natürlich auch komplett Unterstützung gekriegt. HS mit dem nächsten. Und ich glaube, das war wirklich die Knochenregel. Da wird noch eine Runde geholt. Und dann scheint es auseinanderzufallen. Trotzdem, Voxic an der AWP lebt noch. Und wie gerade, wenn es einer machen kann, dann eher, aber von hinten kommt Rollem. Die HE saß schon wieder richtig gut, genau wie gerade. Ja, und jetzt im Nahkampf natürlich mit der Arme zu gehen. Da wird er rausgeholt. Es ist nur noch, nein, es ist keiner mehr. 16 zu 8 am Ende das Ergebnis. Für Rogue muss man sagen, ein